Grüß Gott, ich will einen aufgebraucht Haushalt machen. Das ganze Hofersackerl ist voll. Der Stefan ist auch wieder da. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt gerade hört. Er behauptet, er hört nichts, aber ja. So, fangen wir mal an. Ich habe aufgebraucht die Blink Farb- und Schmutzfangtücher. Das war so eine Sondergröße. 50 Stück waren da drin. Ich weiß nicht, wie viel die normale Größe ist. Die haben sogar ein Ablaufdatum oder Herstellungsdatum. Ich habe keine Ahnung. Schauen so aus. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Ich mag die. Ich habe jetzt zwei andere Sorten auch noch, die ich noch aufbrauchen muss. Habe sie mir aber nachgekauft, weil die sind weicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese härteren, ich zeige euch die, wenn ich die dann aufbraucht habe, dass die irgendwie nicht diese Farbe fangen. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die tun das besser als andere. Ist von Müller die Eigenmarke. Dann habe ich dieses Ding hier leer. Von Silan, dieses XXL Aromatherapie Magic Magnolia. Es war ganz okay. Es ist ja riesengroß, wie ihr sehen könnt. Es war ganz okay. Mein Hauptproblem war, dass mich halt der Duft genervt hat. Weil das ist halt, wie viel Milliliter ist das? 2775 Milliliter. Jesus Maria. Und das war mir halt zu viel. Das war mir halt wirklich zu viel. Es hat gut gerochen, es hat das gemacht, was es machen soll, aber ich würde es mir nicht mehr in so groß kaufen. Also wenn den Lenore-Weichspüler, den habe ich mir ja eh schon so groß gekauft, habt ihr eh schon gesehen, den würde ich mir in groß jetzt nicht mehr nachkaufen, aber ich fand ihn gut. Ich habe zweimal ein Wäscheparfum leer gemacht. Einmal das von Lenore Unstoppables, das war das von Action. Ich finde, dass das nicht so gut gerochen hat. Da war zwar auch viel drinnen, aber mir hat das irgendwie nicht so gut gefallen. Das war das Sunlight, hat das geheißen. Hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Hingegen mochte ich das vom Bieber sehr. Das habe ich leider urschnell leer gemacht, weil ich ja den Waschtag hatte in der alten Wohnung noch, was ich nie wieder machen werde. Frosch im Hals. Werde ich nie wieder machen. Aber das fand ich echt gut. Und ich würde mir das vom Bieber sogar nachkaufen. Ich habe schon wieder Gutscheine. Vielleicht werde ich da das auf das benutzen. Weil das Wäscheparfum war echt gut. Aber ich habe noch so viel Backups von Wäscheparfum. Leider. Das habe ich nicht ganz aufgebraucht, aber ich zeige es euch trotzdem schon mal. Die Duftsäckchen von Comfort, die sind ja urgeil. Die habe ich jetzt in meinem Kleiderschrank drinnen und jedes Mal, wenn man den Kleiderschrank aufmacht, riecht das so mega gut. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Die sind ja mega gut. Mein Persil-Waschmittel ist auch wieder leer worden. Ich musste gerade den Hygienespüler zwischen meine Beine schieben. Klingt irgendwie pervers. Den habe ich auch wieder leer gemacht. Ich liebe den. Ich mag den am liebsten, weil ich habe es ja schon, glaube ich, in einem anderen Aufgebraucht-Video erzählt. Der riecht zwar schon, aber halt nicht so intensiv. Und deswegen, ja, mag ich den am liebsten. Werde ich mir immer wieder nachkaufen, habe ich jetzt auch wieder nachgekauft. Beim Bieber waren sie in Aktion, jetzt sind sie bei Müller in Aktion gewesen. Da habe ich mir aber jetzt nur eins gekauft, aber ich habe ja eh viele noch. Ich habe da noch zwei Backups oder so, glaube ich. Deswegen werde ich mir das immer dazwischen kaufen. Und ich, wie gesagt, ich habe ja eh vom Bieber wieder Gutscheine, also werde ich mir das damit gönnen. So, von Blink habe ich den Hygienespüler leer gemacht. Ich mache das, egal was jeder jetzt sagt, ja. Aber ich mache das trotzdem in jede Wäsche rein, weil ich habe das, glaube ich, auch schon im letzten Video erzählt. Ich muss ja wieder operieren und ich habe das wieder mit dem Problem bei meinem Po. Jetzt ist der Winnie vor der Tür da. Ich habe jetzt die Tür zugemacht. Aber der Stefan ist eh draußen. Weil ich ja in Stefan seine Wäsche mitwasche und viele Hosen und Unterwäsche wasche, habe ich das trotzdem immer mit drin, weil ja, ich fühle mich damit wohler, wenn ich weiß, dass das desinfiziert wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Die habe ich noch einmal. Ich habe zweimal diese Komfort-Dinger gekauft, weil ich habe ja zwei Schranktüren und da habe ich beide, wie viele Stück sind da drin? Dreimal. In jedem Schrank habe ich jetzt drei Stück drinnen. Habe ich ganz vergessen, dass ich die dreimal hatte. Und dann habe ich leider dreimal, weil ich so viel schwarze Wäsche habe, die hier aufgebraucht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die halten bei mir nicht lange, aber ich liebe sie. Ich habe sie mir auch vor kurzem wieder beim Action nachgekauft, weil die einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, die tun was. Ich habe auch diesen Weichspüler oder beziehungsweise das Waschmittel für die Schwarzwäsche extra. Und ich glaube, das ist das Einzige, was tut. Ich meine, ich habe die anderen T-Shirts schon aussortiert, die was ein bisschen zu gräulich schon waren, wo das einfach nichts mehr gebracht hat. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt.
Weil die sind ja vorher schwarz, die Tücher, und später werden sie dann weiß, weil ja diese Farbe rausgeht davon. Also ich finde die schon gut. Deswegen habe ich 3 aufgebraucht. Weil das meiste, was wir haben, ist schwarz wegen meiner Arbeitswäsche. Also ja, deswegen habe ich gleich 3 davon aufgebraucht, weil es sind ja leider nur 6 Tücher drin und ich gebe 3 in jede Wäsche rein. Also ich könnte es vielleicht mit weniger probieren, aber weil meine Wäsche ja so grau ist, habe ich da jetzt mehr reingeben. Keine Ahnung, ob das was hilft oder nicht. Die habe ich gemeint. Die Farbfänger von, wie heißt denn die Marke? K2R, glaube ich, oder so. So schaut die Verpackung aus. Die mag ich überhaupt nicht. Die sind jetzt so fest wie die, die ich jetzt gerade verwende von Action. Ich mag die überhaupt nicht. Ich war so froh, dass ich die leer gemacht habe. Die würde ich mir auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen. Eher die von Blink, die, was ich euch vorher gezeigt habe. Die schon, weil die sind so fest und ich habe irgendwie das Gefühl, die haben nie Farbe aufgefangen. Also meins waren die ehrlich gesagt nicht. Allzweck-Tücher, Limette, Minze habe ich auch leer gemacht. Ich komme mit denen eigentlich sehr lange aus. Ich habe viele Backups, aber ich komme mit denen sehr lange aus. Die von Müller waren auch ganz gut. Ich finde jetzt nicht, dass die irgendwie schlecht waren oder so. Ich wechsle da auch immer. Einmal nehme ich es von dem mit, wenn ich welche speziellen Limitierten sehe. Einmal nehme ich es von Müller mit. Die haben aber immer nur dieselben Sorten. Ja, vom Action habe ich die auch gerade in Verwendung. Die benutze ich jetzt gerade aktuell. Also ich bin da sehr sparsam mit. Ich habe immer meistens auch nur eine Packung offen. Ich habe auch noch solche Desinfektionen. Die muss ich auch mal aufbrauchen, weil ich glaube, die werden schon trocken sein. Die könnte ich fürs WC benutzen. So. Von Finish habe ich den, wie heißt denn dieses, Waschmaschinen-Tiefenreiniger aufgebraucht. Ich fand den ganz gut. Würde ich mir auch vielleicht nochmal nachkaufen. Aber ich mag das andere ein bisschen lieber. Ich weiß nicht, ob das auch Finish ist. Ich werde es euch mal in den aufgebraucht zeigen. Aber das mag ich ein bisschen lieber, ich fand das aber gut. Meine Arbeitskollegin von mir meinte, dass der bei ihr so geschmiert hat. Bei mir hat er aber nichts Schlechtes hinterlassen. Also ich fand den sehr, sehr gut. Dann habe ich ein paar Müllbeutel, die ich euch zeigen wollte. Die benutze ich jetzt gerade für meinen Mülleimer im Badezimmer. Die haben so einen Zitronenduft, die finde ich auch nicht schlecht, aber sind ein bisschen zu groß. Ich brauche eher kleinere. Die habe ich jedes Mal kaufe ich mir die nach. Weil ich liebe sie. Das sind so ganz feste blaue Müllsäcke. Und jedes Mal, wenn der Stefan andere mitbringt, schimpfe ich immer mit ihm, weil ich mag eigentlich nur die. Für die Plastikflaschen habe ich immer die grünen. Die schauen so aus. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Die gibt es beim Müll. Also ich kaufe sie immer beim Müller. Ich weiß nicht, ob es sie noch woanders gibt. Aber ich glaube schon. Von Paioma habe ich nur eins diesen Monat leer. Ich hätte, glaube ich, aber noch eigentlich eins leer gekriegt, aber ich habe vergessen, das da reinzuschmeißen. Seht ihr dann im nächsten Aufgebrauchsvideo. Ist nicht so schlimm, es ist eh mehr als genug, was ich leer gemacht habe vom Haushalt, finde ich. Von Paioma, den Raumduft in Orange. Der war sehr gut. Ich kaufe mir die von Paioma immer wieder nach. Die mag ich nämlich sehr. Was ich nicht so gut finde, das habe ich jetzt gerade im WC und ich finde, das macht irgendwie gar nichts. Ich habe es jetzt doch probiert mit diesen WC-Hängern. Das ist das Blue Star WC Brillant Gel. Ich finde das irgendwie kacke. Das macht irgendwie gar nichts. Ich habe eh die Folie auch abgezogen. Aber, aha, ich glaube, ich habe es falsch. Nein, ich habe es richtig hingehängt. Da steht nämlich, dass man das so hinhängen soll und nicht so. Aber ich bilde mir ein, ich habe es so hingehängt. Ich muss noch mal schauen, aber bis jetzt finde ich die leider nicht so gut. Die riechen nicht so gut, die machen irgendwie nichts. Finde ich nicht so geil. Wirklich nicht. Ich habe einmal die Clever-Schwämme leer gemacht. Die mag ich am liebsten. Das sind die größeren. Das sind die, die was man beim Billa oder Billa Plus oder so kriegt. Die mag ich am liebsten eigentlich. Ich habe 2-mal ein Mülleimer-Deo leer gemacht. Ich fand das so beschissen. Da stand eigentlich drauf, dass man das aufkleben konnte auf den Deckel vom Mülleimer. Ich habe das 2-mal probiert, deswegen sind beide gleich leer gewesen. Beide sind mir in Mistkübel geflogen. Einen habe ich total zerlegt, habe ich die Folie unabsichtlich so abgerissen, dass alles aufgegangen ist und es alles in den Mülleimer geronnen. Voll beschissen. Und das 2. habe ich dann verwendet, weil ich nochmal versucht habe, es am Deckel aufzukleben und es hat einfach nicht gehalten. Finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, wie es die Bitty findet, aber ich finde es beschissen. Was ich noch aufgebraucht habe, sind die hier, die brauche ich, wenn der Winnie da ist, immer. Das sind 2-mal so Fusselroller von Blink. Ich mag den. Ich mag den wirklich. Ich finde den echt gut. Für das, dass die Eigenmarke von Müller ist, finde ich den wirklich sehr gut. Ich habe mein Vanish aufgebraucht. Das habe ich auch ein bisschen reinigen müssen, weil der Deckel war schon so widerlich, weil das war noch in der alten Wohnung. Da habe ich das auch noch leer gemacht. Ja, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Bei weißer Wäsche macht es das, was es soll. Aber ich habe jetzt gerade das für weiße und ich finde das für weiße irgendwie nicht so geil. Da mag ich das Pinke lieber. Aber
Mal schauen, das war halt auch schon steinalt, ne? Vielleicht haben die irgendwas verändert dran und ich mag es nicht mehr. Aber mal schauen, ich habe ja das Gel und ich habe auch das... das Gel habe ich und was war das andere? Eben das Pulver und noch irgendwas habe ich von Vanish, ich weiß aber nicht mehr was. Weil ich kriege aus dem einen Nachtgewand, wo ich dieses Mickey Mouse Shirt habe, wo oben Spaghetti-Flecke ist, ich kriege das nicht raus. Ich versuche schon alles mögliche und es geht einfach nicht raus. Aber ich gebe es nicht auf, irgendwie werde ich den schon rauskriegen. Von Dr. Beckmann, das mache ich jedes Mal einmal im Monat, habe ich wieder den Waschmaschinen-Hygienereiniger verwendet. Den mag ich sehr gerne. Jetzt läuft er gerade auch wieder durch. Das heißt, ihr werdet im nächsten Aufgebrauch wiedersehen. Ich mag den. Als nächster wollte ich euch zeigen, ich habe den Karton gewechselt. Von Somat liebe ich die Tabs am meisten. Also ich kaufe immer nur die von Somat nach. Ich habe früher auch mal DM probiert, glaube ich. Aber die haben sich nie ganz aufgelöst, wenn ich mich ganz erinnere. Und die Somat lösen sich total auf. Sie hinterlassen gar nichts. Eigentlich brauche ich keinen Glasspüler mehr. Weil da einer mit drinnen ist, was ich weiß, und mein Vater hat mir das schon tausendmal gesagt, dass man das eigentlich dann nicht mehr braucht. Aber ich gebe trotzdem immer einen rein, weil ich finde, dann ist das noch schöner, das Geschirr, besonders die Gläser werden dann noch schöner. Aber vielleicht ist das einfach nur mein Schaden. Jetzt habe ich aber die mit den gelben Kernen mit Zitrone, habe ich gerade in Verwendung. Ja, aber die finde ich gut. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich wechsle gar nicht mehr, weil ich will nur noch die, ehrlich gesagt, haben. Ich hoffe, euch gefällt diese Videoreihe. Ich drehe das nämlich vor und kann ja dabei gerade aktuell noch, wo ich das hier drehe, kann ich keine Videos hochladen. Und ich bin gespannt, ob ihr da so Interesse dran habt, wie ich mir das erhoffe. Aber mir macht das so Spaß. Mir macht das wirklich Spaß. Und ich hoffe, euch auch. So, weil wir Frauen sind ja generell Haushaltsjunkies, was ich jetzt schon gehört habe. Also bei mir war das ja damals nicht so wegen der alten Wohnung. Das habe ich euch eh auch im letzten Video schon gesagt, aber... jetzt ja. Jetzt reicht's aber. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!